Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Wandering Village. Seit der letzten Folge sind die Kundschafter des guten Geschmacks unterwegs und werden uns hier hoffentlich reichlich mit den verschiedensten Materialien versorgen. Onbu schläft noch. Solange Onbu schläft, haben wir noch ein bisschen Zeit. Nahrungsmittelversorgung klappt. Hier hinten wird ein Mistsammler gebaut. Damit ist schon klar, wie die Folge heißen wird, ne? So ein Mist. Bestimmt nicht besonders originell, aber dafür selten. Nein. So, hier können wir schon nochmal weitere Zelte bauen, vorsorglich. Ja, was man hat, das hat man. So. Onbu, bist du wach? Gibt Frühstück. Ne, gibt kein Frühstück, aber dann bräuchte es bald mal was. So schaut es jedenfalls aus. Wann habe ich denn angefangen, die Küche zu bauen? Ist das nicht auch schon länger her? Genau, das Menü kann man ja auch ausblenden. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Bums, Küche fertig. Was kann ich da einstellen? Beerenmüsli. Was gibt's noch? Rübensuppe. Beerenmüsli und... Okay, Rios 3 Beeren. Achso, da vermehrt sich sozusagen das Essen etwas. Das ist sehr gut. Vielleicht sollte ich dann auch zwei Küchen bauen. Nee, ich habe einfach nicht genug Leute. Selbst hier fehlt mir ja jetzt schon jemand. Der Kundschafter muss immer voll besetzt sein. Ich möchte auch, dass laufend gekundschaftet wird. So, hier können wir schon mal gucken, der Komposthaufen. So, Gallensaft. Blutextraktor. Der Vorgang hat Onbus Hunger leicht und verringert seine Gesundheit und sein Vertrauen in dich. Aber dafür kann ich schwarzen Pudding herstellen. Nee, nee, nach dem Komposthaufen. Nach dem Komposthaufen. Boah. Ja, die Onbu-Steuerung ist die Frage. Wann fangen wir damit an mit der Onbu-Steuerung? Sägewerk und Steinbruch wäre auch nicht schlecht, ne? Ach, ich weiß nicht. Oder der Dorfarzt. Oder Hütten. Oder den Dekontaminator. Ach ja, warte mal. Die Verbreitung giftiger Stoffe. Braucht Biogas oder Onbu-Galle? Und das Biogas? So, kompostiert Dung um Kompost, welcher als Single-Buddel gebraucht wird. Und Biogas herzustellen. Stellt ihr denn auch das Biogas her oder brauche ich dafür noch was anderes? Gut, das werden wir gleich mal gucken. Aber ich würde sagen, der Arzt und der Dekontaminator wären eine gute Sache. Ja? Ja. Weiter geht's. Guten Morgen, Onbu.
Na? Alles klar? So, wo waren wir? Hier. So, was geht hinten aus dem Bild zuerst? Kann auch mehrere Kundschafterhütten bauen, oder? Aber dafür habe ich zu wenig Leute, vergiss es. So. Der Dorfarzt. Ja. Das war der Plan. So, und jetzt können wir hier den Komposthaufen noch errichten. Aber geht schon damit los, dass der Mistsammler nicht fertig wird. So, kommt alles direkt hier hin. Und hier bauen wir auch noch ein kleines, hier bauen wir auch noch ein Materiallager hin. So. Und jetzt aber mal erstmal los mit dem Mistsammler. Kein Holz mehr. Ich brauche Holz und Steine. Steine würde ich relativ leicht bekommen, wenn ich Stacheln ernten würde, nicht wahr? So, macht mal was. So, hier wäre jetzt ein schöner Onbu-Schlafplatz. Aber Onbu will nicht schlafen. Er hat Hunger? Naja, da wird er gleich auf jeden Fall fressen, da bin ich mir sicher. Da gibt es einen kurzen Kälteeinbruch. Ja, ich denke, da können wir mit leben. Ich denke, da können wir mit leben. Oder willst du noch mal ein kleines Nickerchen machen hier? Nein? Okay. Und selbst wenn wir den Hornbläser haben, ne, muss Onbu uns auch vertrauen. Ansonsten wird das nichts mit den Befehlen. Bisschen Holz, dann ein bisschen Stein, Holz, Stein, Holz. So, der Siedlung, da wollen wir uns auch mal drum bemühen. Aber das dauert ja noch ein bisschen, wenn wir da oben lang gehen, bis die Hütte außer Reichweite ist. Ich glaube, wenn etwas außer Reichweite gerät, während gekundschaftet wird, wird trotzdem zu Ende gekundschaftet. Meine ich zumindest noch so im Gedächtnis zu haben. So, was können die Minen voller Eisenerz? Schmelzofen zu Eisen. Na gut, das habe ich ja momentan noch gar nicht. Tag 12. Wie viele Kilometer sind wir schon gelaufen? 9 und was? Fast 70 Kilometer. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Oder? Was sagt ihr dazu? So, der Zimmermann. Der reicht auch, wenn der eine arbeitet. Hier reicht auch, wenn einer arbeitet. Es müssen mehr Leute unterwegs sein, Materialien abbauen. Und. Hier mehr als eine Person. Außer hier müssen immer zwei sein.
So, warte mal. Er kann doch hier auch Leute spezialisieren. Verwaltet Dorfbewohner und spezialisiert sie. Na gut. Oder sind jetzt welche beschäftigungslos? Onbu musste mal. Tja, und noch kein Mistsammler. Ja, so ein Mist aber auch. Oder ich sag, ich muss den Alleskönnern. Bauarbeiter, Transporter, Ernte. Na, wird jetzt wie Harry geerntet? Na, ah, fressen. Lass es dir schmecken. Ih, er leckt ja durch den Sand. Lecker Pilze. Die guten. Kundschafter dürften noch unterwegs sein. Richtig. Jawohl, aber nicht mehr lange. Ich glaube, auch wenn wir dadurch vielleicht hinten raus ein bisschen Ressourcen verloren gehen, ich hole mal als nächstes neue Einwohner. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was ist denn hier? Galgenmännchen vor der Hütte? Hat eine Rübe auf der Rübe. Schnappt ihn, ein genmutiertes Monster mit zwei Rüben. Na, warum hast du nicht noch was auf Vorrat gefressen? Du hast doch immer noch Hunger. Gut, du musst es wissen. Hat ja nicht sowas wie Hamster backen, dass du noch ein bisschen Essensvorräte mitnehmen kannst. Oder so ähnlich. Bärenmüsli. Kommt ihm bestimmt bald an den Ohren raus. Was macht man denn aus Beeren für ein Bärenmüsli? Was ist denn da die zusätzliche Zutat zu den Beeren? Ich sag mal. So, ja. Die Siedlung ist ja ganz nah dran. Ist natürlich auch von Vorteil, wenn man... Also, ne, man kann die Sachen so abgrasen von hinten, wie ich das da gerade gemacht habe. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, man nimmt Gebiete, die nah dran sind. Dann geht das nämlich rucki-zucki hier. So, 15 Holz haben sie mitgebracht. Wir brauchen Steine. Ich weiß, das Spiel meint es gut, wenn da nicht nur Steine rauskommen, aber. Na komm, ich will noch losschicken zu den Steinen. Zu Stone Age. Da gibt es gewiss einige Steine. Erwarte Entscheidung. Ja, ich wäre nicht hingegangen sonst. Wie viel sind's? Gesunde Menschen, hungrige Menschen. Er wird hungrig. Ist dann so 7 Stunden.
So, kurzer Temperaturabfall. So, jetzt werde ich hier auch nochmal so einen zweiten... Kundschafter bauen. Auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Vielleicht sollten wir das auch alles mit Wegen verbinden. Ich mach das mal. Bevor ich es dann nachher ganz aus dem Auge verliere irgendwann. So völlig irrsinnig kreuz und quer der Weg hier. Kaktus anbauen. Alternative Wasserquelle in heißen Gebieten brauche ich noch nicht. Brauche ich den Hornbläser denn schon? Ach komm. Das geht wahrscheinlich flugs, ne? Und man kann schon ein bisschen Vertrauen gewinnen. Was kann ich denn jetzt bauen? Was habe ich denn erforscht? Den Doktor. Hier, der Dorfarzt. Heilvergiftete Dorfbewohner mit Kräutern. So, das da hinten hat volle Prio. Trotzdem wird zuerst das Materiallager gebaut. Gut, wenigstens trägt er zwei Bretter durch die Gegend. So, der Komposthaufen, der kriegt auch Priorität. So. So, auch die Kundschafter sind schon wieder da. Da muss man immer... Steine habe ich welche. So, 8 Stunden. 21 Stunden. 21, 17. Dann holen wir nochmal noch mehr Steine, wenn es da welche gibt. Was ist hier hinten? Das sieht schon nach einer nicht ganz ungefährlichen Andeutung hier aus. Ich will mal nicht zu viel verraten. Ob ich richtig gerüstet bin? Abwarten. Tja, so ein Mist. Was ist denn hier mit dem Mistsammler jetzt? Hätte ich ja schon gern, dass der noch gebaut wird. So, und wenn hier zu wenig Material ist, warum sollte ich denn... Oh, warte mal. 5 Ernte. Dann machen wir doch hier so Arbeiterposten. Hier noch einen hin. Machen wir neben den Erntern noch Transportierer. Irgendwie. So, bisschen Prio auch für dich. Warum bringen die denn Ware in dieses Lager, wenn ein anderes Lager viel näher ist? Aber das ist voll. Okay, verstehe. Zumindest mit diesen Zutaten. Aha. Ich glaube, ich verteile überall mal so ein bisschen Materiallager. Hier noch eins hin. Da noch eins hin. Und dann macht damit, was er wollt. Aber bitte, tragt nicht alles hier quer über den Rücken bis in dieses kleine Lager da hinten.
Gut, der Folgenname bleibt. Auch wenn uns der eigentliche Mist bisher erspart geblieben ist. Bin mal gespannt, in welche Richtung Unbu jetzt weitergehen wird. Na? Wohin entscheidest du dich? So, Holz. 6 Stunden, 10 Stunden, 6 Stunden. Ich hätte jetzt gedacht, der andere Bereich wäre weiter gewesen. Okay, also es geht nach oben. Bedeutet, wir kommen in der nächsten Folge wahrscheinlich vom Regen in die Traufe. Nein, nicht vom Regen in die Traufe, aber zumindest vom gemäßigten Klima in die Wüste. Wollen wir hoffen, dass unsere Vorräte auch vor allen Dingen an Wasser ausreichend sein werden. Ja, wie gesagt, das dann in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.